Kind denkt, hey, die sieht ja ein bisschen anders aus. Ja, ich habe einen Friseur, aber egal, darum soll es heute auch gar nicht gehen. Ich möchte euch nämlich wieder meine neuen Errungenschaften zeigen. Ja, ich war schon wieder Bücher shoppen. Ja, es sind wieder viel zu viele geworden, aber ich brauche doch wieder Nachschub. Also, ich hätte sonst vielleicht nur noch ein bis zwei Monate Bücher gehabt. Von daher kann ich das rechtfertigen, ne? Okay, fangen wir an. Zuerst war ich bei Thalia und habe mir dieses Buch hier gekauft. Das ist eine Autobiografie von Malala Yousafzai. Oh Gott, ich wollte den Nachnamen eigentlich gar nicht aussprechen. Ihr kennt bestimmt alle Malala und ich wollte einfach gerne mal ihre Geschichte lesen. Ich habe in den Medien natürlich sehr viel über sie gehört, aber immer nur so zusammenhangslose Berichte. Und ich fand auch damals ihre Rede vor der UNO super toll und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich wahrscheinlich auch als nächstes lesen. So, die nächsten Bücher, die ich euch zeigen möchte, habe ich wieder alle bei Rebuy gekauft bestellt, um einfach ein bisschen was zu sparen. Und da habe ich mir zum Beispiel diesen Schuber hier gekauft. Das sind die Maze Runner Bücher. Die gab es da in so einem Schuber, in so einer neuen Auflage, glaube ich. Und mir hatte mal einer in den Kommentaren geschrieben, dass ich mir unbedingt diese Bücher kaufen sollte. Sie hat da einen richtigen Roman drüber geschrieben, wie toll die wären, dass ich sie mir unbedingt kaufen müsste. Und ich dachte einfach nur so, ja, irgendwann mache ich das. Und deswegen habe ich sie mir bestellt. Ich hoffe, dass sie mir gefallen werden. Es soll eine sehr düstere Dystopie sein, was ich auch mal gerne lesen möchte. Und ja, wenn mir die erste nicht gefällt, habe ich ja Pech gehabt. Aber ich denke, dass sie mir gefallen werden. Ebenfalls auf eure Empfehlung hin habe ich mir dieses Buch hier gekauft. Das hat mir auch eine Zuschauerin, glaube ich, im Januar empfohlen. Und seitdem hatte ich das auf meiner Liste. Allerdings ist das ziemlich teuer neu. Und deswegen habe ich mich natürlich gefreut, das gebraucht zu bekommen. Ist auch in einem Top-Zustand. Also ich bin da ja nicht so, ja, pingelig. Manukai, die letzte Kriegerkönigin von Tanya Pinkel. Ich weiß nicht, ob das Manukai oder Manukai ausgesprochen ist, aber ist ja auch nicht so wichtig. In dem Buch geht es eben um die Manukai, die Königin der Mongolen. Mit der Thematik kenne ich mich gar nicht aus, aber der Klappentext klingt auf jeden Fall schon mal spannend und auch das Cover hat mich einfach total angezogen. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Für gerade mal 1 Euro habe ich dieses Buch hier ergattert, das heißt Die Heilerin von London von Charlotte Best. Und ich denke, wenn man das Cover sieht, dann kann man sich eigentlich schon denken, worum es geht. In solchen historischen Büchern geht es immer um die Pest. Es geht immer um die Beulenpest oder irgendwelche Pocken. Und genauso geht es immer um eine Frau, die jemanden heiraten soll, es aber gar nicht möchte und dann ja für ihre Freiheit kämpft. Und hier geht es eben um Susanna, die Tochter des Apothekers, die auch vollkommen mittellos dasteht. Also ja, man kennt einfach solche Handlungen, aber ich lese das eigentlich immer ziemlich gerne. Und von daher für 1 Euro, ne? Ich glaube ebenfalls gerade für 1 Euro habe ich dieses Buch bekommen, Schnee im April von Ellie Chan. Darin geht es um eine Geschichte, die in Japan spielt. Ich denke mal, das ist eine Geschichte über ein Schicksal aus der Vergangenheit, über irgendwas Dramatisches. Von Jeffrey, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, habe ich mir dann noch die Selbstmordschwestern gekauft. Irgendwie hat mich der Titel total gepackt und ich wollte unbedingt wissen, worum es da geht. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es um Schwestern und es beginnt das Jahr der Selbstmorde. Ich finde, das allein klingt schon sehr spannend. Das Buch ist auch sehr dünn, es hat ja 250 Seiten. Ich denke mal, das habe ich schnell durch. Und ich möchte dann einfach wissen, was das für Schwestern sind. Ja. Ein super Schnäppchen habe ich gemacht mit diesem Buch hier. Und zwar ist das von Ursula Posnanski. Auch eine Autorin, die man immer wieder hört, wenn man was von der gelesen haben sollte. Ist das der erste Teil, Die Verratenen. Und ihr seht ja, das ist noch eingeschweißt. Also da habe ich echt ein Schnäppchen mitgemacht. Wie gesagt, das ist der erste Teil. Und ich, ja, wollte einmal schauen, ob mir die Story gefällt, dann werde ich mir natürlich auch noch die nächsten beiden Teile kaufen. Aber da die noch ziemlich teuer sind, wollte ich mal kein Risiko eingehen und mir erstmal nur ein Buch davon kaufen. Wie auch schon in den letzten Bücherhaus, habe ich mir natürlich auch wieder Nachschub aus dieser Reihe hier gekauft. Das Lied von Eis und Feuer, das ist jetzt der vierte Teil. Und natürlich bleibt es nicht nur bei einem, denn ich habe mir auch noch den fünften Teil gekauft. Beide sind auch wieder in einem Top-Zustand. Und ich freue mich einfach schon, wenn ich dann
mal alle 10 Teile im Bücherregal habe. Ich möchte auf jeden Fall die Bücher noch dieses Jahr zu Ende lesen. Die Handlung weicht ja auch langsam von der Serie ab und dann bin ich einfach zu sehr verwirrt. Ich möchte halt ungern die Handlung vergessen, von daher möchte ich die noch alle dieses Jahr zu Ende lesen. Fragt mich nicht warum, aber ich habe mir dieses Mal irgendwie sehr viel Historisches gekauft. Ist halt mal wieder so eine Frage von mir, dass ich das gerne mal lesen möchte. Und zwar habe ich mir noch von Rosemary McLaughlin die Frauen von Tyringham Park gekauft. Dazu habe ich bei einer anderen Booktuberin eine Rezi gesehen und sie hatte das so ein bisschen bemängelt, dass das Buch sehr, sehr deprimierend sei, irgendwie passiert da nur Schlechtes und ich weiß nicht, was das über meinen Charakter aussagt, aber nach dieser Aussage dachte ich, boah, jetzt will ich das Buch lesen. Also irgendwie brauche ich das jetzt mal, so viel Negatives, so viel Deprimierendes. Was sagt das über meinen Charakter aus? Ich weiß es nicht. Auch ein historisches Buch ist von Liv Winterberg, vom anderen Ende der Welt. Ich finde das Cover auch einfach total schön. Es geht dabei natürlich auch wieder um eine Frau im späten 18. Jahrhundert. Sie kann nicht das machen, was sie möchte, weil sie erstens eine Frau ist und zweitens, ja, zu damaliger Zeit hatte eine Frau keine Rechte. Sie konnte nicht machen, was sie wollte. Und eines Tages kann sie aber dann doch auf ein Schiff gelangen und eine Expeditionsreise in den Pazifik machen. Genau das, was sie eben möchte. Und ja, möchte ich halt auch sehr gerne lesen. So, Abwechslung mal ein bisschen Fantasy. Und zwar rede ich von City of Bones, Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Ich denke, das haben sehr, sehr viele von euch schon gelesen. Davon hört man ja auch schon seit Jahren immer wieder irgendwas. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir das so gefällt. Ich bin ja nicht so der Fantasy-Typ. Manchmal ja, manchmal nein. Kommt auf die Geschichte, auf den Schreibstil und auf die Charaktere an. Aber das ist jetzt der erste Teil. Ich glaube, es gibt mittlerweile 6 Bücher. Und ich bin einfach mal gespannt. Habe mir jetzt mal zum Ausprobieren den ersten Teil gekauft. Auch in der Taschenbuchvariante, weil die Hardcover sind leider einfach zu teuer für mich. Diejenigen von euch, die das schon gelesen haben, können mir mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. So, dann habe ich mir noch von Lucinda Riley ein neues Buch gekauft. Und zwar Der Lavendelgarten. Wurde mir auch sehr oft empfohlen. Das soll das beste Buch von ihr sein. Ich habe ja vor ein paar Monaten das Orchideenhaus gelesen. Hat mir gut gefallen, aber ist es nicht so das mega krasse Buch. Hier geht es eigentlich ja um etwas Ähnliches. Es geht immer um Schicksale, um ein Herrenhaus, über Schicksale, die Vergangenheit mit der Gegenwart verbinden. Ich habe mir eben auch auf eure Empfehlungen hin gekauft. Ich probiere gerne Bücher aus, die ihr mir so empfehlt. Zum Abschluss nochmal 2 historische Bücher. Und zwar Der Winterpalast von Eva Stachniak oder so ähnlich. Ja, ich liebe einfach so Bücher, in denen es irgendwie um Könige, um Zare und Kaiser, sonst irgendwas geht. Einfach solche so mächtige Personen, deren Schicksale, deren Skandale, Intrigen und sowas. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es jetzt in diesem Teil um eine Frau, um eine junge Frau, die für die spätere Katharina die Große arbeitet. Die Fortsetzung heißt dann Die Zarin der Nacht. Und hier geht es dann eben um Katharina die Große, die auf dem Gipfel ihrer Macht steht. Mit Katharina der Großen kenne ich mich noch gar nicht aus, von daher werde ich mich da auch mal reinlesen. Ja, ich hoffe, dass euch mein Haul gefallen hat. Mich macht das auf jeden Fall glücklich. Ich habe richtig gute Laune. Ich werde jetzt wieder in den nächsten Wochen einiges lesen können. Ihr werdet dann wahrscheinlich auch schon ein paar der Bücher im nächsten Lesemonat sehen können. Meine Meinung dazu, ob sie mir gefallen haben oder leider nicht. Ja, ich wünsche euch dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich bin immer so glücklich, wenn ihr mir schreibt, dass ihr auch gerne lest oder dass ihr auch Bücher bestellt habt. Ich freue mich dann auch total darüber, dass ich jetzt auch so ein bisschen in das Thema Booktube reingekommen bin. Ja, ist halt eine ganz neue Kategorie für mich. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.